Hallo und willkommen zurück bei Stranded Alien Dawn. Unsere kleine, aber feine Kolonie forscht, schneidet, pflanzt, erledigt etwas elektrische Schmelzofen und verwertet. Und ihr habt mir geschrieben, die... Ah ja, jetzt sehe ich es auch. Huch, die Yoko. Ja gut, es ist auch... Nee, es ist gar nicht mehr warm. Es sind ja nur noch 4 Grad draußen. Ich dachte, wir sind noch im Sommer, wir sind aber schon längst im Herbst. Huch, Yoko, der ist ein bisschen kalt. Ja, habt ihr mir nämlich geschrieben, dass sie obenrum nichts mehr anhat. Dann pass mal auf, wir haben doch hier eigentlich... Nimm dir doch einfach die Jacke. Oder am besten Mantel. Nimm dir mal einen Mantel. Yoko, Mantel klingt auch besser. So, das sollte dann schon mal ein bisschen besser gehen. Ja, danke fürs drauf achten. Das ist krass, ne? Ich habe das nicht gesehen bisher. Aber es ist halt auch immer, ne, wo man gerade hinguckt. Ne? Jetzt zum Beispiel hier, wenn ich den Bildausschnitt in der Mitte habe, dann heißt es ja immer nicht nur, dass ich da in die Mitte gucke, sondern ich gucke mal hier nach rechts, gucke mal hier unten bei den Windrädern hin, gucke mal hier hinten bei Jack hin oder. Ich glaube tatsächlich, die Bildmitte, warum auch immer, ist das, wo man nicht unbedingt hinguckt. Oh, wen haben wir denn hier? Hallo. Können wir das mal studieren? Achso, wir hatten doch... Das hier, genau. Ne, das wird das Riesengrasfeld für mehr Heu. Das kriegen wir aber dieses Jahr nicht mehr durch. Und ich hatte doch... Hatten wir das mit den Leinen nicht schon erforscht? Es ist leider... Doch, hier das Baumwollfeld hatten wir doch schon, genau. Leinenblüte, ja. Habe ich da noch kein Feld gebaut? Huch. Doch, hier natürlich. Doch, ich bin bekloppt. Ja, ja, wir hatten das hier alles umgemodelt. Hier war ja die Hautburke, das kam weg. Hier haben wir dann 1000 Stoff. Yay! Ja. Die Folge heute muss noch mal ein bisschen kürzer werden. Ich habe nämlich erst heute dran gedacht, dass hier heute noch mal eine neue Folge kommen muss. Ich war in den letzten 2 Tagen, da habe ich so viel Valheim aufgenommen. Oh Mann, das war ein echtes Fest. Also richtig, richtig toll. Da sind genügend Folgen für die nächsten... Naja, 1,5 Wochen auf jeden Fall entstanden. Jack hat Physiologie 7 erreicht. Sehr gut, dem geht's auch richtig gut. Rita geht's richtig gut. Kana forscht weiter. Und Yoko, hat die mittlerweile sich umgezogen? Ja. Gut, die packt den elektrischen Schmelzer weiter voll. Genau. Ihr habt doch gesagt, bau ruhig mal so ein Teil. Dann werde ich ja sehen, wie es funktioniert. Und zwar bei... Ah ja, bei Licht und Wärme, genau. Ich baue mal so ein Thermostat. Am besten draußen, oder? Ist es egal, wo ich den hinsetze? Also... Kommen die da oben ran, ist jetzt meine Frage. Ich packe den mal dahin. So, Yoko, du machst hier erstmal... Achso, nee, Jack wollte das machen. Okay, gut. Oder Connor, einer von beiden, ist egal. Jetzt hat sie direkt Minuspunkte bekommen, weil sie was bauen soll. Ja, ist ja okay. Jack transportiert Heu. Fantastisch. Stimmt, das hier wird abgeschnitten. Da haben wir gepflanzt. Sehr gut. 1050 kommen dann dort raus. 45 Altmetall. Fantastisch. Zielscheibe ist kaputt. Können wir aber wieder aufbauen. Es fehlt 30 Heu. Aber da haben wir jetzt genug. Jack liefert da einiges. Yoko baut den Thermostat. Was fehlt noch? Achso, was braucht man dafür eigentlich? Ach ja, stimmt. Deswegen hatte ich da erstmal wieder Abstand genommen. Ach, gut, dass ich gerade nicht hingeschaut habe. Sonst hätte ich es mir doch mal überlegt. Ja, CPU-Kerne. Also 1 und 10 Metalllegierung. Ist jetzt nicht so dramatisch. Haben wir genügend da. Ja, Expedition können wir eigentlich auch noch mal gehen. Können wir überlegen, ob wir das am nächsten Tag machen. Jetzt ist ja hier eh bald dunkel. Die schneiden immer noch. Okay, dann haben wir auf jeden Fall viel Heu, dass wir hier über den Winter kommen. Ihr habt auch gesagt, die können sich untereinander vermehren. 111 Fleisch, wow. Machen denn eigentlich die Gegner, die wir hier oben haben? Hier. Ja, okay. Ich dachte gerade, es ist weniger, aber ich glaube, das täuscht nur. Ja,
Kann ich diese Nester studieren? Tatsächlich. Nestsystem. Die haben wir ja an sich schon. Joko hat Anfertigen 5 erreicht. Sehr gut. So, der Thermostat ist fertig. Ja, Moment. So, wir haben ja den aktiven Stromkreis 1, den ich leider zumindest hier nicht benennen kann. Das sind ja die Heizung. So, und der ist jetzt ja schon eingestellt mit 20 Grad. Heißt das, wenn der, was brauchen der eigentlich an Strom? Gar nichts, okay. Da zeigt es mir nur an. Temperaturschwelle 20. Also wenn es unter 20 Grad sinkt, aktiviert er den Stromkreis. Inaktiver Stromkreis 1. Inaktiver keiner bisher. Muss ich da jetzt auch die 1 auswählen? Ich probiere es jetzt einfach mal. Also es sind ja unter 20 Grad. Immer noch, oh, kommt aber viel Heu raus. Okay, das war es auch gleich, aber hier liegt noch einiges rum. Okay, also mit dem Heu sollten wir ein bisschen hinkommen. Moment, jetzt kommen wir gerade, habe ich gerade einen Knoten im Köpfchen. Also, wird zu 1 geändert. Wird geändert zu keine. Ach so, okay, nee, dann lass das mal. Shit. Also, okay. Der aktive Stromkreis ist der 1. Und der wird aktiviert. Hier steht halt, der Sensor wird aktiviert, aber damit wird auch gleichzeitig der Stromkreis aktiviert. Genau, es geht hier immer nur darum, wenn die Temperatur unter diesem Schwellenwert liegt. Also wenn es unter 20 Grad ist, wird automatisch die Heizung, das hier wird sich gleich wieder ändern. Das ist bei 1 und das hier soll eigentlich dann wieder auf 0 geändert werden. Ah, okay. So, na gut. Wir beobachten die Sache mal. Die Heizung laufen. Hier drin ist relativ warm. Das geht schon. 36 Grad, 38 Grad. Wir müssen mal diese Energiezellen sind bald durch. Wunderbar. Die Wärmepumpe müssten wir eigentlich mal erforschen, dass wir einstellen können, wie warm es wird. Baut man einer wechselseitigen Wärmepumpe ein Thermostat ein, erhält man eine Klimaanlage, die die Raumtemperatur regelt. Schaltet frei Ventilator. Ach so. Und Klimaanlage. Okay, geil. Ja, Klimaanlage braucht halt auch wieder einen CPU-Kern. Aber CPU-Kerne haben wir noch 5 und zum Herstellen von dem CPU-Kern brauchten wir was? Achso, huch, geht schon weiter. Rita ist untätig. Ich hatte doch hier vorhin. Oh. Oh, das tut mir leid. Tracker, da bist du aus Versehen in die Falle gelaufen. Ja. Ihr habt mir nochmal geschrieben, dass man mit den Toren das beeinflussen kann, wo die ins Lager kommen, die Gegner. Also zumindest die zu Fuß unterwegs sind, die fliegen, werden sich da wahrscheinlich nicht dran halten. Ja, ich weiß, das hatte ich von Anfang an, das war mit so das Erste, was man im Tutorial auch beigebracht bekommen hat. Ich habe aber trotzdem alle offen, je nachdem. Also wenn die von dort kommen, dann sollen die halt dadurch, wenn die hier unten kommen, die machen das schon automatisch. Also das ist erstmal kein Problem, wo ich mich jetzt drum kümmern müsste, aktuell zumindest. So, Kana forscht wieder, wunderbar. Jack schneidet. Wir könnten Jack eigentlich nochmal auf Expedition schicken. Da ist nochmal die Sternschnuppe. Oh, Connor geht's wieder schlecht. Da
dann geht es ihm doch bestimmt besser, wenn er mit dem Ballon fahren darf, oder? Wenn wir einen Überlebenden mit hoher physischer Fertigkeit entsenden, verbessert das unsere Plünderungsausbeute. Aha. Hat er das? Ja, hat er. Okay. Wie viel Treibstoff haben wir denn noch? 220 und... Okay, 320 ungefähr. Die Leinen... Oh, die wachsen ganz gut. Es ist jetzt zu kalt fürs Aussehen, aber es wächst, glaube ich, noch ein bisschen. Euch geht's gut, ja, ne? Hier ist Essen, ist hier drin. 690 Stroh. Da ist 220, da ist alles voll. Und die geht's, denen geht's aber auch an sich Zufriedenheit 91. Wer braucht denn eine Heizung? 66. Okay. So, Jack, der ist jetzt, der geht jetzt gerade auf Expedition. Wunderbar. Nicht mehr lange und wir sind bald im Jahr 3. Hätte ich nicht gedacht, dass wir im ersten Durchlauf so lange überleben. Aber bisher sieht auch immer noch gut aus. Oh, guck mal, Yoko geht's richtig gut, Rita geht's richtig gut, Kana geht's auch sehr gut. Jack ist auch noch wohlauf, Connor hat sich ausgekotzt und dem geht's auch wieder ein bisschen besser als noch vor 2 Minuten. Blutet immerhin nicht, das ist schon mal schön. Da freue ich mich immer, wenn ihr keiner den schönen Teppich voll blutet. Ja, Anfertigung Energiezelle. Und Pflanzen von Energiekristallen steht jetzt auch da. Ja. Wow, woher soll man denn... Also, ach, das musste auch mal drauf kommen, ne, dass man Energiekristalle einfach mal jetzt so pflanzen kann, wenn man das erforscht hat, diese Energiezellen. Würde mich jetzt interessieren, wie die da drauf kommen, das einfach zu erforschen am Forschungstisch. Weiß jetzt nicht, ob da vorher irgendwas erforscht wurde, worauf das dann jetzt aufgebaut hat. Aber okay, können wir ja mal bauen. So, da kommt pro Feld kommt 10 Energiekristalle raus. Höhlenbewohner, ey, du sollst da arbeiten. Im dunklen Kämmerlein. Rita ist wieder untätig. Habe ich noch irgendwas für Rita zu tun? Keine Ahnung. Kann gern mal hier drüben. Dann kloppt halt das mal weg, mir jetzt auch egal. Rita streichelt lieber Ulfine. Naja, gut. Achso. So, einmal das. Energiezelle, 30 Energiekristall und 2 elektronische Geräte. Okay. Gibt es noch eine bessere Möglichkeit, an Silizium zu kommen? Ich meine, gut, ich könnte da noch ein größeres Feld bauen, aber wir machen erstmal ein paar Energiekristalle klar. Oh, aggressive Tiere. Erde, Schlamm, Ton, 77% Wachstum. Achso, es wird sogar besser, wenn das hier hinkommt. 80%. Okay. Ja, okay, ich pfeife jetzt mal auf die paar Prozent. Da wird ein wie viel rauskommen? Weiß man noch nicht, muss erst gepflanzt werden. So, aggressive Tiere, wo haben wir sie? Oh, die nehmen die Drache auseinander. Um Gottes Willen. Die sind da. Moment. Das ist die Seite mit den Statuen, genau. Da unten. Okay, also könnte sein, dass die hier durchkommen. Noch greifen sie nicht an. Was liegt denn hier rum? Oh, ein Ulfi! Oh, wie sich die drei Kleinen dran vergehen. So, wir bekommen jetzt erstmal nochmal eine ganze Menge Holz. Wir haben ja auch noch viel Holz.
Also für meine Verhältnisse 940 jetzt hier im Lager, beziehungsweise liegt hier schon überall rum, wird dann noch eingelagert. Und wie viel Holz kam daraus? 500 oder so insgesamt? Ja, 500, 500 und hier nochmal 400 irgendwie, genau. Können wir jetzt einfach mal wegroden. Wenn wir gerade, hält sich's hier in Grenzen. Rita muss zum Beispiel nicht mehr jeden Tag irgendwie drei verschiedene Felder bewirtschaften oder irgendwas sehen, irgendwas düngen. Das haben wir ihr ja ein bisschen abgenommen. Die aggressiven Tiere, da warten wir, bis sie angreifen. Vielleicht ist ja Jack bis dahin wieder da, denn der gute Jack, der hat die Railgun, die Gott sei Dank immer noch halb gut ist. Also so anderthalb Jahre müssten wir mit der noch hinkommen. Und wir müssen dann auch langsam, aber sicher mal. Kana hat Intelligenz 5 erreicht. Fantastisch. Die Waffen erforschen. So Laserpistolen und sowas. Guck mal, da braucht man eine Energiezelle, einen CPU-Kern. Wow. CPU-Anfertigung. Das machen wir auch mal. Pulsgewehr ist mega gut. Das hat ja der Connor. Und das betäubt ja die Gegner. Und stellt euch mal vor, jeder von denen, wenn alle fünf ein Pulsgewehr hätten, da kommen ja die Gegner gar nicht mehr an uns ran. Da ballert ja immer einer irgendwie auf den Gegner, der dann nicht nur den Gegner selbst, sondern auch so ein paar Gegner im Umkreis, ich glaube im nahen Umkreis, werden die dann auch betäubt. Brandfallen, ja. Leichte Mechs, die sollen ja auch sehr gut sein. Wir haben nur einen Mech-Kern. Kosten das 3 Tage wieder. Ihr habt mir auch geschrieben, dass dieser erweiterte Forschungstisch, ja, also schneller geht es damit nicht. Ob das mit der Küche schneller geht, weiß man nicht. Wer forscht denn da eigentlich? Achso, Kana ist es wieder, okay. So, die kloppen weiter die Bäume weg, fantastisch. Rita hat auch schon wieder ein paar neue gepflanzt, beziehungsweise Joko pflanzt. 1100 Holz, wunderbar. So, da kommt natürlich gerade nichts an, aber wir haben plus 35, denn im Herbst, da ist hier einiges mehr los. Da ging es ja immer nur bis auf 20 runter. Also das sieht ganz gut aus. Hier könnt ihr dann demnächst mal noch pflanzen. 96 Kacheln. Ah ja. Oh, shit, Tierangriff. Ah, da kommen sie schon. Okay, jetzt geht's hier gleich rund. Kreuzfahrtschiff, Trümmer, ein interessanter Fund. Ich glaube, ich habe das Küchenmodul des Kreuzfahrtschiffs gefunden, aber ich sehe keine einfache Zugangsmöglichkeit. Ich könnte versuchen, hineinzugelangen und nach Lebensmitteln zu suchen. In solchen Schiffen gibt es üblicherweise Lageeinheiten, in denen Inhalte jahrzehntelang frisch gehalten werden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es den Zeitaufwand und das Risiko wert ist. Bringt doch die Tiefkühlboxen mit, statt dem Essen. Versuch alles, um dort hinein zu gelangen. Sammel einfach so viel Schrott wie möglich. Ja, mach das mal. Ich will nicht, dass ihm irgendwas passiert. Wir gehen mal auf Nummer sicher. So, wir versammeln uns hier. Irgend so ein Windrad ist defekt. Reparatur, 9 Metalllegierung, das ist auch nicht ohne, ne? Also wenn das kaputt geht, die Reparatur. Ja, sehr gut. Warte mal. Ich stelle mal Joko mit hier rüber. Vorsicht, Ulfe. Nicht da, nicht durch die Falle. Nicht, die sind nicht für dich. Ah. Guck mal hier, 4 hat der betäubt. Okay, das geht ganz gut. Neues Insektennest. Connor hat Kampfstufe 7 erreicht. Okay. So, 11. Das sieht gut aus. Die größeren kommen gerade. Obwohl, sind die größer? Nee. Drei noch. Zwei noch. Wo ist denn das andere? Ach, da. Einer noch. Ah, der große. Ja,
Hat gerade keinen Bock, oder was? So, Leute, auf geht's. Wie viel haben wir denn von diesen Insektenbeinchen noch? 379. Na gut, dann schlachten wir die nachher noch weg. So, Freundchen, jetzt bist du dran. Der hat schon ein bisschen Schaden bekommen. Der hat nur noch die Hälfte an Gesundheit. Okay. Ja, sieht doch gut aus. Achso, jetzt können beide mal verfehlen. Auch gut, weil es dunkel ist. Aber ich denke, einer von den vier wird schon immer mal treffen. Ja, wir könnten jetzt überlegen. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Strom. Gut aus, sieht gut aus, sehr gut. So, ihr könnt wieder eure Dinge nachgehen. Und hier hinten. Naja, 39 Haut, 60 Fleisch. Hm, neues Insektennest, wo denn? Da oben wieder. Okay, das ist ja eh dort. Die breiten sich nach und nach aus, ne? So alle paar Monate. Ach hier, guck mal, da kann ich direkt das Gebäude angreifen. Ja, wir könnten da wirklich mal überlegen, mal hochzugehen, mal versuchen, die zu erledigen. So, die essen jetzt noch was, dann gehen die ins Bett. Oh, da ist auch eine Glühlampe kaputt. Was braucht die zur Reparatur? Eine Metalllegierung. Okay, wir haben 240 Silizium. Und Jack müsste ein bisschen Altmetall eigentlich mitbringen. Wir haben zwar noch 450, jetzt verbrauchen wir 100, wenn ich da nochmal 10 herstelle. Ich hoffe, der bringt ein bisschen was mit, vielleicht wenigstens die Hälfte, die wir dann... Ah ja, da ist er. Oh. 100? Fantastisch. Und nochmal 20, okay, geil. Oh, geht weiter. Oh Jack, da hast du was verpasst. Ey, tut mir ein bisschen leid, dass du da nicht mitkämpfen durftest. Das macht er ja immer so gern. Joko hat sogar Physiologie 4. Anbau 8. Ah, jetzt werden die hier gepflanzt. Waren das Energiekristalle, ja, ne? Ja. Benötigt 2 Dünger. Aha. 30, 40, 10 kommt dann nur raus. Boah, das ist wirklich nicht so viel, ne? Na gut, hier wird einiges gebaut. Vielleicht kommen wir auf 300 oder so. Mal gucken, wenn sie fertig ist. So, das ist erledigt. Windrad geht auch gleich wieder. So, damit es hier wieder ein bisschen windig wird. Dort hinten im Tal. Sehr schön. Plus 291. Sehr gut. Vielleicht noch eine Batterie. Ich hätte gern mittlerweile noch eine dritte Batterie. Die hier will aber keiner so richtig bauen. Ne? Da war vorhin mal kurz einer dran. Connor kotzt wieder. Naja. Mein Gott, gewöhnt er sich nicht langsam mal an das infizierte Auge oder der meckert jetzt schon seit einem Jahr rum? Irgendwann ist es auch mal gut. Irgendwann kann ich ihm dafür keinen Krankenschein mehr ausstellen. So, Holz ist auch da, wunderbar. Da ist der letzte. Sehr gut. Fallen werden wieder repariert. Ging gut mit dem Angriff. Haben wir gut überstanden. Wollte kein Problem. Und das hier ist fertig. Da kommen wie viel raus? 240. Na gut. Das heißt, man könnte... acht Energiezellen bauen. Bräuchte 2 elektronische Geräte. So, da kommt auch eine Energiezelle raus. Ertrag, da unten, da steht's. Mhm.
Ja, Treibstoff müssten wir auch noch mal irgendwo holen. Oh, das da hinten, das ist fertig verwertet. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Da können wir noch mal plündern. Was ist das hier? Ach, Erz. Also von mir aus könnten in der unmittelbaren Umgebung hier noch mal so ein paar Raumschifftrümmer einschlagen. Okay, alles andere ist ziemlich weit weg. Sie, ne, das, die ganze Gegend ist voll davon, aber bevor ich die hier hinschicke, um das Zeug zu verwerten, das hier hinten geht noch, was ich gerade ausgewählt habe, finde ich, das ist nicht so wahnsinnig weit weg. Das hier unter Umständen auch noch. Na gut, die vier hier können wir eventuell noch mitnehmen. Können wir mal die beiden markieren. Und danach die beiden noch, aber alles andere. Na gut, doch. Naja, gut, die hier würden auch noch gehen, die beiden. Erst plündern, dann verwerten, genau. Ist denn noch Platz hier drin? Naja, wird langsam eng, aber. Da ist noch ein bisschen Platz. Wenn nicht, müssen wir anbauen. Wenn nicht, dann müssen wir hier noch irgendwo nochmal einen Anbau machen für einen Kühlschrank. Ah ja, hier hatten wir schon die Gefriertruhe gebaut. Genau, das ist auch viel, viel besser mit dem Essen jetzt. Das verfällt dann gar nicht mehr. Gefroren, unbegrenzt. Dann müssen wir es halt kalt essen. Gerade im Winter ist auch gut für den Körper, wenn die sowieso frieren und was Kaltes essen, ist es nicht mehr so ein großer Unterschied. Hier sind 30 Grad fast drin, 27. Paar Grad weniger. Warum brauche ich denn für einen Stoffsessel 10 Metalllegierungen? Für einen Sessel. Wenn ich mir hier meinen Sessel angucke, gehe ich stark von aus, dass da keinerlei Metalllegierung drin ist. Ich kann mich irren, falls da Sesselhersteller unter euch sind, berichtigt mich gern. Ich meine, gut, wenn das so ein elektronischer ist, der da irgendwie mit Massagefunktionen und so ein Kram hat. Aber der sieht nicht danach aus, verbraucht auch keinen Strom. Naja, okay. Oh, guck mal, so ein schöner Steintisch. Oh, wie schön. Der könnte direkt von den Flintstones stammen. Ey, mega gut. Oh, 1% Wachstum. Okay, wächst am besten in lehmigen Böden, wobei dieser beim Anbau allmählich in Sand umgewandelt wird. Aha. Wächst langsam und ist bodenempfindlich. Die Ernte ist jedoch für das Nähen von Kleidung unerlässlich. Ja, danke. Schon mehr als die Hälfte. Bisschen kriegen wir vielleicht jetzt noch hin im Herbst. Na gut, das kommt sowieso. Und das hier war das große Riesengrasfeld. Okay. Okay, sehr gut. 39. Da nochmal geplündert vom Altmetall. Ich baue jetzt mal noch eine Batterie. Ich gehe einfach ein bisschen auf Nummer sicher. Ich glaube, 2000 kommen wir schon gut hin, aber wir haben es ja gesehen, wenn mal irgendwas ausfällt, wir haben schon ziemlich viel, was da dran hängt am Stromnetz. Okay, Joko kümmert sich um die Batterie wunderbar. Jack ziemlich im Arsch.
der braucht erstmal Erholung und überhaupt Spaß und Freude. Das machen unsere beiden. 100% Zufriedenheit, sehr schön, wächst und gedeiht, ist auch fast voll mit der Mast. Wenn die 100% Mast haben, können die sich dann vermehren oder braucht man da irgendwas anderes? Ah, hier, guck mal, Chance auf Bindung. Ach so, zu Rita oder? Also, die sollen sich nicht mit Rita und Jack vermehren, sondern geht eh nicht bei männlich, männlich, weiblich, weiblich, aber ihr beiden untereinander könntet doch. Mensch, da hast du schon zwei so große Hörner. Versuch's doch mal. Wenn sie schläft, einfach mal hingehen und nett fragen. Naja, ihr macht das schon. Connor baut jetzt die Batterie fertig. Was braucht er noch? Nochmal Metalllegierung. Ein oder was? Da hat er doch gerade Yoko was hingeschleppt. Was macht denn Yoko gerade? Ach, die schlachtet. Ja, genau. Er hat auch gesagt, ich könnte hier ruhig. Ja, doch, Strauchfrüchte sind ja erlaubt. Die dürfen sie bekommen. Kriegen sie aber nicht. Also zumindest hier, Boomer. Jetzt ist deine Chance. Sie schläft. Aber möchte den keiner in Futtertrog legen. Da wird Musik gemacht, da wird gebaut, da wird im Takt gehämmert zur Handpan und zum Didgeridoo. Okay. Gut, die gehen ins Pennen. Jetzt passiert nicht mehr viel. Ich spule mal wieder ein bisschen vor. Die Zielscheibe ist auch wieder repariert, ist aber auch schon wieder halb kaputt. So, wunderbar. Check. Der Connor erholt sich ein bisschen. Jack, dem geht es hoffentlich morgen auch wieder besser. Den anderen dreien, zumindest Kana, Rita immer noch gut. Yoko, ja, oberes Mittelmaß. Und alle schlafen. Hungrig wie ein Wolf. Ne, dann isst doch was, Jack. Essen ist im Haus. Aber stimmt, wenn das jetzt so ewig hält. Was brauchten wir für Kaffee? Kaffee haben wir doch noch. Deckenlampe ist defekt, okay. So, jetzt machen sie alle wieder ihr Ding. Ach, hier direkt. Ah ja. Wenn da zu viel gegessen wird, dann geht auch mal so eine Deckenlampe im Essbereich kaputt. Meisterhafte Rezepte. Aha. Zutaten, rohes Fleisch, alkoholische Getränke. Oh, Zufriedenheitseffekt plus 18. Plus 6. Stimmt. Ja, wir haben gerade keine Buttermelonen. Fleischbeeren, was sind denn Fleischbeeren? Die haben wir auch noch nicht entdeckt. Ja, so das bessere Essen wäre schon cool, ne? Aber flambierte Früchte. Ja, wir haben leider keine alkoholischen Getränke, aber bräuchte man die? Ich könnte dazu einfach die. Geht das nur mit Strauchfrüchten? Ich meine, es klappt, ne, mit dem Essen, aber stimmt, ich habe da ewig nicht dran gedacht, dass wir auch theoretisch mal bessere Rezepte machen können.
Raumschifftrümmer. In der Ferne war der Absturz eines großen brennenden Objekts zu beobachten. Höchstwahrscheinlich handelt es sich dabei um ein Stück eines Raumschiffs. Falls sich nicht bald jemand drum kümmert, werden alle darin enthaltenen Güter in den nächsten Tagen verloren gehen. Okay. Neue Forschungsreise haben wir bekommen. Connor bringt wieder Altmetall. Wunderbar. Brauchen wir auch immer wieder. Ja, haben wir schon wieder fast 600. So, nächstes Jahr dürfte es richtig abgehen mit den Klamotten. Da können wir das endlich mal machen. Ich hatte das doch schon eingestellt, ne? Genau, Pelzmütze, Stiefel, Kram, Gedöns. Auch den Hut eigentlich? Den Hut für den Sommer? So, für jeden mal so ein Strohhut. Da ist ja genügend Stroh da. Kam auch nicht viel, nur 10. Im Vergleich zu dem vielen Stoff- und Hautborken, die man für den anderen Kram braucht. So, der füllt sich auch. Sind wir fast voll. Dann haben wir 3000 Energie im Überschuss. So, hier drüben mache ich das Ernten erstmal wieder aus. Wie wächst das hier? 1%. Ja, könnte sein, dass das im Herbst gar nicht mehr wächst. Mal gucken, vielleicht ist das so eine Geschichte, die irgendwie... Ich weiß halt nicht, was mit durchschnittlichen Temperaturen, dann sind da Prozentangaben, da kann ich nicht viel mit anfangen. Ach, ist wahrscheinlich zu kalt, ne? Also es geht schon noch, aber besser, also Temperatur, wenn ich sag mal 100% ist optimal, 10% fast vorm Stillstand, dass es nicht mehr weiter wächst. Und da hier, ja doch, hier steht hier auch Temperatur 10%. Also wächst es noch langsam, aber die Energiekristalle brauchen es wahrscheinlich auch deutlich wärmer. Ah ja, okay. Der Bodenbelag gefällt ihr sehr gut. Naja, hier, Kana baut mal ein paar Strohhüte, brauchen wir erst nächsten Sommer. Was macht Yoko? Transportiert und holt. Connor plündert, wunderbar. Jack geht es heute wieder ein bisschen besser. Kana macht die Strohhüte, wolltest du machen, Kana? Hast gerade nichts, was du machen kannst? Quatsch. Läuft eh bald ab. Ja, ich weiß immer nicht, was am sinnvollsten davon ist. Ich schicke die einfach mal so auf Erkundung. Ja, warum nicht? So, da wird wieder... Hier ist alles voll mit, mit Exkrementen. Liegt neben den Rauchblättern. Da wird es noch ein bisschen intensiver. Lecker. Vielleicht müssten wir das mittlerweile mal verbieten, dass wir den Dung sammeln. Wie konnte man denn einstellen, dass man... dass sie den Dung nicht mehr aufheben? Achso, ja gut, ich könnte das einfach verbieten, dass das hier gelagert wird. So könnte ich das machen. Ich meine, wir haben jetzt was da. Das ist auch okay. Aber ich will nicht, dass hier in einem Jahr alles voll damit liegt und dann kein Platz mehr für was anderes ist. Moment. Ich nehme den Dünger dort mal raus. Da dürfen sie es von mir aus. Ich nehme jetzt mal komplett raus und aktiviere es mal nur. Dafür. Moment. Man kann das ja auch einzelnen zuordnen. So. Und der Rest ist nicht. Genau. So, nochmal 56 Altmetall geplündert. Fantastisch. So, kriegen wir auch wieder ein paar Insektenfleisch.
Kana ist unterwegs. Jo, die ist unterwegs. Treibstoffherstellung, das wäre vielleicht auch eine Sache für die Zukunft, die wir mal irgendwie, ist das Ding eigentlich aus? Ja. Mal in Angriff nehmen könnten. Ja, da fehlen uns aber noch Öle und Fette. Strohhut, yes. Wo bekomme ich denn Öle und Fette her? Hier? Kauwurzel brauche ich dafür. Hatten wir nicht schon mal irgendwas? Ne, warte mal, wir hatten doch eine Kauwurzel. Hatten wir das nicht erforscht? Ja, hier Kauwurzel. Ach so. Wir machen mal ein kleines Feld. Kleines Feld mit Kauwurzeln. Weil die brauche ich einmal geerntet. Und dann haben wir gleich ein paar mehr da. Um das zu erforschen. Und das schaltet dann hoffentlich Öle und Fette frei. Ich habe hier nirgendwo steht hier Öle und Fette. Oder ich sehe es nicht. Nee. Nee, sehe ich zumindest nicht. So, Wärmepumpe ist erforscht. Fantastisch. Was hat denn das? Die Flutlichter brauchen 4 Strom. Könnten wir uns eigentlich leisten? Und die können wir ja dann mit. Welcher Idiot hat denn hier drüben die Statuen hingebaut? Es sieht gut aus, das Licht. Gefällt mir richtig gut. Ich pack die mal da drüben hin. Könnten wir eigentlich mal machen. Einfach mal auf der Seite. Erkundung abgeschlossen. Ich sehe ein ziemlich großes Loch im Boden. Es sieht aus wie ein Tunnel. Ja, geh mal dahin, wa? Expedition abgeschlossen. Loch im Boden. Der Tunnel endet in einer winzigen Höhle, in der mehrere kleine Truhen gestapelt sind. Sie sind von einer dicken Schmutz- und Staubschicht überzogen. Während ich sie bewegte und ihren Inhalt überprüfte, fingen die Wände an zu bröckeln. Was, wenn ich hier lebendig begraben werde? Ja, nimm mal eine und verschwinde. Die andere Option, koste es, was es wolle, machen wir nicht, wenn wir überleben wollen. Dann das kleinere Übel. Und hier machen wir dann einfach mal, wir haben ja auch diesen Tag-Nacht-Sensor. Den können wir, er braucht auch wieder einen CPU-Kern mit dem Licht. So, dann würde ich hier eins hinbauen. Also nicht ganz hier vorn dran, also sowieso der Eingang, aber dorthin und dann hierhin, wenn die Ulfenstatue, oder Marita, du bist hier gerade zufällig in der Nähe. Dann können wir das mal mit den Flutlichtern zumindest auf der Seite probieren. Wir hatten auch von der Seite mit Abstand die häufigsten Angriffe. Also von allen anderen Seiten, ich glaube ein, da drüben zweimal oder so, aber hier drüben schon 4-5 Mal. Alte Ausrüstung, ja, da wird wieder gemeckert. So. Und dann Tag-Nacht-Sensor mit den beiden verbinden. Das Teil hier drüben bekommt gar keinen Strom, ne? Das ist, So, die pennen wieder alle. Kana kommt hoffentlich bald zurück. Den Tag-Nacht-Sensor, den kann ich ja hier mal irgendwo hinbauen. Ist eigentlich egal. Ich packe ihn jetzt da mal mitten in den Weg.
Ja, wobei. Dorthin. Und dann kann ich hoffentlich die beiden mit dem Tag-Nacht-Sensor verbinden. Und wenn Nacht ist, dass die sich dann einschalten. Und wenn Tag ist, gehen sie wieder aus. Weil am Tag brauchen wir ja die Flutlichter nicht. So, Deckenlampe ist kaputt. Wärmepumpe. Genau. Kana geht schlafen. Sehr gut. Hier. Ah ja, Ventilator. Senkt die Temperatur in einem Umkreis von 4 Meter. Erhöht dabei jedoch die Raumtemperatur insgesamt. Ah ja, okay. Also, wenn ich einen Ventilator hier direkt vors Bett stellen würde. Dürfte es nicht mehr zu warm werden. So, alle sind wieder unterwegs und machen ihr Ding. Ah, Klimaanlage, ein CPU-Kern. Ja. 16 Strom, ja, die Dinger fressen Strom, ne? Wie ist denn das so rum? So rum? So rum. Genau, dass es die warme Luft nach draußen bläst oder wie auch immer. Und dann könnte ich das ja hier für jeden Raum. Wir bräuchten 5 Stück davon. Zumindest für die Schlafzimmer im Sommer. Das wäre mir dann schon wichtig. Aber da. Geräte ohne Strom, das Flutlicht. Ja, ist okay. Das wird gleich gebaut. Kein Problem. So. Das haben wir. Nee, Connor. Bevor du plünderst, bauen wir bitte mal den Tagsensor noch. Jack macht den Strommast klar. Wunderbar. Hier sind noch 3 in der Mache. Ich erhöhe nochmal auf 10. Wir haben jetzt wieder ein bisschen mehr Altmetall. So, da sind die CPU-Kerne dran. Danach habe ich nichts drin. Da können wir uns direkt mal kümmern. Ja, Kauwurzel geht noch nicht. Tee. Teeblätter, wie viel haben wir denn davon? 170. Nanoröhrchen, 7 Tage. Ist denn diese Hydrokultur gut? Pflanzenlampen, aha. Ja, schon klar, man kann damit auch im Winter, aber das sieht mal relativ klein aus. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, ob die Hydrokulturgestelle. Eigentlich stehe ich auf sowas, auf so Gewächshäuser und so, finde ich ganz cool. Auch vor allem in Spielen, wenn sowas angeboten wird. Aber ich weiß nicht, ob ich hier. Ob das was für uns ist. Ach ja, die Beruhigungsarmbrust. Ich erinnere mich. Ich pack mal 2 Waffen rein, dass wir auch da in der Richtung mal was machen. So, die haben beide Strom. Okay, dann gucken wir mal. So. Ihr bekommt Schaltkreis 2 mit dem Tag-Nacht-Sensor. Und der. Ja gut, da gibt es nur Tag oder Nacht und dann ist gut. Jetzt ist aber gerade Tag. Achso, das muss noch geändert werden. Wird geändert zu 2. Also schaltet der jetzt die Dinger ein, wenn Tag ist und aus, wenn Nacht ist? Falls ja, muss ich es zu inaktiver Schaltkreis ändern, oder? Naja, wir beobachten das mal, wie das in den nächsten 1, 2 Tagen hier aussieht. Das muss ich jetzt erstmal rausfinden. Ach, verdammt, ich hatte hier drüben auch noch ein Lager mit Dung. Naja, gut. Dann
nehme ich das hier wieder raus, dann ist das wieder eins und dann sollen sie die Scheiße halt hier drüben einlagern. Das ist auch okay. Da steht halt immer noch, wird geändert zu 2. Also musste erst einer hingehen und das machen, ja? So, Joko, wenn du mit dem Schätzen fertig bist, mach das mal bitte hier noch. Sensor muss dann natürlich, naja, macht sie direkt den zweiten. Ja, guck mal, der ist schon aus, aber der Sensor ist halt auch noch nicht umgestellt. Reserviert für Rita. Nee, mach du das mal direkt. Das ist nur ein kurzer Handkniff. So, jetzt sind sie aus. Okay, jetzt wird es auch gleich Nacht. Jetzt bin ich gespannt. Das Ding ist halt, schaltet der am Tag ein oder in der Nacht ein und jeweils das andere aus. Das ist jetzt so die Sache für mich. Oh, Vorsicht, Vorsicht! Ah, da kannst du schon fliegen und landest und dann direkt in der Falle. Oh, 31 mal synthetische Stoffe geplündert. Na gut, ob wir die jetzt hier noch ernten können, schlachten können. 49. Na gut, da kann der sich hier mal dran vergehen. Da kommt noch einer. Gut. Die sind noch aus, oder? Wir gucken mal, es wird gleich dunkel. So, jetzt wird's dunkel. Dann könnte ich ja den Sensor bzw. all unsere Lampen auch damit vertrauen. Das wäre halt geil, wenn man auch die... Das finde ich ist ein bisschen blöd gemacht, dass du keine Glasfenster hast, sondern nur diese offenen Schächte für... Also offenen Schächte. Die Fensterläden, die entweder auf oder zu sind. Und jeden Tag die Dinger auf und zu machen zu lassen von den Leuten hier, finde ich auch irgendwie blöd. Vielleicht gibt es da später noch eine Alternative, aber... Ah, hier sind sie angegangen. Yes, es funktioniert, Leute. Jawohl. Herrlich. Fantastisch. Achso, hier drin ist ein bisschen kühler, weil hier das Teil noch drin ist. Ja. Ach, das ist neu dazugekommen. Oh, wow. Okay, jetzt, da habe ich gerade von gesprochen. Oh, mein Spiel. Das hat es mir aber überhaupt nicht gesagt. Das, also. Geil. Ey, mega gut. Oh, guckt euch das an. Ich fasse es nicht. So, geöffnet für Belüftung und Licht in Räumen und spart geschlossene Wärme. Aber die sind auch wieder so mit Öffnen und so. Gefallen mir. Kann ich die ersetzen? Ja. Mache ich. Überall. Mir egal. Yes. Endlich. Ey Leute, das hätten wir das Spiel ruhig mal sagen können. Habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Hast du mir das irgendwann mal angezeigt? Weil ich bin der Meinung, ich habe jede Nachricht, die da rechts oben aufploppt, gelesen.
Die müssen ja nicht aufgehen, finde ich. Es reicht, wenn die. So, okay, cool. Das hier noch? Yes, endlich. Endlich mal normale Fenster. Fantastisch. Freue ich mich ja fast noch ein bisschen mehr drüber, als dass das hier drüben direkt funktioniert hat. Na gut, wunderbar. Wir haben einiges geschafft heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Restsonntag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Schöne Woche. Macht's gut. Ciao.